Kann man eigentlich irgendwo sehen, wie viel Prozent man, ich habe noch einen Auftrag, ach nee, ist ein neuer Auftrag verfügbar, wie viel Prozent man von einem Schiff gemacht hat? Das dürre Ding nimmt sich das, was will. Ja, aber du musst dir jetzt mal was extra Leckeres holen. Also 20.000 wären es nicht, es wird bestimmt sechsstellig. Glaube ich. Wenn ich jetzt noch darauf achten würde, dass ich immer die Sternchen treffe, damit ich glückliche Beute habe, da würde dann noch mehr bei rumkommen. Einmal einen Schluck Kaffee. So, jetzt kann es weitergehen. Mit einem Schluck Kaffee geht alles gleich viel, viel besser. Aber wir müssen, jetzt war ja gerade 8, ne? Was hatte das Schiff gekostet? 1500, oder? Also müssen wir nämlich zwischendurch mal was verkaufen gehen, weil wir gar kein Geld mehr haben, um das Schiff zu bezahlen. Das wäre doof. Ich glaube, wir sollten tatsächlich vor 0 Uhr... vor 8 Uhr morgen früh nochmal Zeug verkaufen. Weil ich bin mir nämlich nicht mehr sicher. War das 1500? War das 2500? Was das immer gekostet hat? Ich weiß nicht. Ich habe gerade keine Idee. Aber wir hatten ja jetzt nur 3000 irgendwas, ne? Also waren das bestimmt 1500. So, einmal noch das Saugerchen. Echt, diese Plim-Plim-Musik zu so brutaler Gewalt. Pling, 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 pling. Als könnte ich keiner Fliege etwas zu Leide fügen. Ich meine, kann ich sowieso nicht. Ich würde nie jemandem etwas tun. Wenn jetzt die Decke auf meinen Kopf fällt, dann habe ich selber Schuld.
Oje, oje, oje. Wie sieht das aus? Du brauchst gar nicht hüsteln, Fräulein. Du hast das so gewollt. Das war dein freier Wille. So, hier oben ist auch alles leer. Aber hier muss es noch irgendwo unten reingehen, oder? Seht ihr doch auch so. Hier ist auch alles leer. Aber hier muss es doch noch irgendwo runtergehen, oder? Meint ihr nicht, dass es hier noch irgendwo unten reingeht? Bin gerade so ein bisschen... Vielleicht haben wir auch irgendwas übersehen, wo es noch reingehen könnte. Bin gerade so ein bisschen enttäuscht, dass dieses Riesenschiff... Guck mal, so weit ging das ja gar nicht darüber bis vorne, oder? Das ging ja nur so ein Stück weit. Tja, ich würde sagen, dann verkaufen wir mal unseren Stuff. Und dann kehren wir wieder und dann werden wir nochmal sinnlos Kräfte walten lassen im Sinne von ein bisschen Sprengstoff. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es hier nirgendwo mehr reingeht. Sollte das wirklich hier alles Hohlraum sein? So, ich bin voll. Dann werden wir mal schnell nach Hause düsen. Den ganzen Kladderadatsch verkaufen. Wir werden sowieso nicht, auch beim zweiten Mal nicht alles mitkriegen. Das funktioniert nicht. Also ich hätte jetzt schwören können, dass es dort nochmal unter Deck geht, ne? Ich hätte schwören können. So. Meister, hier. Verkaufen. 8000. Gib her den Kladderadatsch. Weiß, wenn wir das noch verarbeiten würden, würden wir noch mehr kriegen. Das waren jetzt 14.000. Pi mal Daumen.
Zack. Zack. So. Wenn wir jetzt sagen, das sind drei Fahrten insgesamt. Gehen wir mal von aus. Drei Fahrten insgesamt. Ah, 16.000. Also sechsstellig wird's nicht. Aber ich bin auch davon überzeugt, dass da noch irgendwie, da muss es irgendwie runtergehen. Ich habe nur noch keinen Plan, wie. So, Meister, guck mal hier. Zack, nochmal 7.000. Das sind schon mal 21.000. Nochmal 7 sind 28.000. Nee, Quatsch. Ich kann doch nicht mal mehr rechnen jetzt. Jetzt lässt du den ganzen... Ich lass den Loot definitiv nicht zurück. Das wird mir im Traum nicht einfallen, den Loot zurückzulassen. Das würde mir im Traum nicht einfallen. Aber es geht tatsächlich schneller, wenn man das so macht. Das geht tatsächlich schneller so, ne? Ich brauche wirklich einen Container und ein 30-stöckiges Lagerhaus. Weil man könnte das alles noch gebrauchen. So, Rinder, nochmal 7.000. Ich wollte gerade sagen, die Bilanz ist weg. Zack. Zack. 50.000. Also Guru haben wir jetzt schon überschritten. Eine Million wird's auch nicht. Also Millionäre werden wir jetzt hier auch nicht. Aber man kann damit ja schon ein bisschen was anfangen, ne? So. So. Ich würde mal sagen, das hat nichts genützt.
Eine haben wir noch. Wo hättet ihr die gerne? Eine haben wir noch. Moin, Misi. Einen wunderschönen Moin. Einen Nikolaus-Moin. Automatische Speicherung. Guck mal, wir können ja jetzt auch... Wo war denn dieses blöde Treppenhaus jetzt? Wir können ja jetzt auch das Treppenhaus hochgehen. Hier sind wir jetzt ganz oben. Noch nicht ganz oben. Es geht noch höher. Und heute wieder neu anfangen, hänge in der Wand vom Schiff fest und komm nicht weg. Das hab ich auch das eine Mal gedacht, dass mir das passiert. Einmal auf eine andere Seite, auf die andere Seite vom Schiff. Einmal auf die andere Seite vom Schiff. Das mit der Seilbahn habe ich auch immer noch nicht kapiert. Kannst du das hier hinstellen? Und dann kannst du das... Ich weiß nicht, ob man bis hier kommt, aber... Wahrscheinlich nicht, oder? Ich möchte einmal Seilbahn fahren, ne? Hier kannst du es nicht hinstellen, echt nicht. Ich habe gehofft, dass man das hier irgendwo hinstellen kann, ne? Du kannst das hier nirgendwo hinstellen? Aber wozu soll das denn gut sein? Der Weg ist blockiert. Okay. Muss noch mal da hoch. Also das mit der Seilbahn habe ich nicht gecheckt, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, ich bin ein bisschen blond für. Wir müssen noch höher. Warte, ein noch höher. Ne, wir sind ganz oben. Aber wir kommen mit... Oh, ich bin gerade erschrocken. Wie kommt man denn hier noch höher? Ach, da. Blondie wieder am Start. Hebe auf. Aber wie soll man denn hier runterkommen? Müsste doch jetzt eigentlich so runtergehen, oder nicht? Theoretisch.
Ja, Lavisinchen, alles gut. Theoretisch müsste das doch jetzt hier runtergehen, oder nicht? Weg der Seilbahn. Das ist mir zu blöd. Ich habe jetzt noch eine Sprengladung, bevor ich das Schiff abschicke. Und ich glaube, die setze ich oben auf das Steuerrad. Da ich ansonsten nicht weiß, wie ich hier noch in das Innere des Schiffes gelangen kann. Ich habe gedacht, das Innere des Schiffes kann man auch noch looten. Aber da habe ich mich getäuscht. So. Da passiert gar nichts. Keine Sprengladung vorhanden. Also mit den Sprengladungen ist so ein bisschen enttäuschend, ne? Das ist echt so ein bisschen enttäuschend. Na gut. Flexen und sowas mag ich heute nicht. Warte mal, hier ist noch so ein Bleiteil. Ich hätte gedacht, dass man hier irgendwie noch mal runterkommt oder so. Bin sehr enttäuscht. Da hast du da so ein Riesenschiff und dann sowas, ne? Kann man nicht. Zweite Leiter, stopp. Warte, warte, warte. Ich mach mal jetzt, was Guru sagt. Mal sehen, was Guru sagt. Zweite Leiter, stopp. Also zwei Etagen hoch. Hat sich erledigt. Hat sich erledigt. Gut, siehst du. So schnell. So, Chanel, Chanel. So, wir schicken es weg. Wir schicken es weg. Der Rest wird verkauft. Dann kommen wir ein bisschen über 60.000, glaube ich, kriegen wir zusammen. Da bist du denn tatsächlich. Warte mal, warte mal. Wo fahre ich denn hin? Noch 20 Minuten. Ja, ich gebe Gas. Oder warte, ich schick's gleich weg. Würde aber ganz gerne sehen wollen, nochmal oder gucken wollen. Man sieht nicht, wie viel man da schon weggelootet hat, ne? Nee. So, das Schiff ist weg. So. Dann werden wir mal den ganzen Kladderadatsch, was wir jetzt haben, hier verkaufen. Zack. Zack. Ja, 62.000. Und damit haben wir das größte Schiff zwar nicht ganz leer gemacht, weil ich die ganzen Sachen noch flexen müsste und mit dem Bunsenbrenner noch abbrennen müsste. Aber das hat uns summa summarum ungefähr 60.000 gebracht.
ohne diese Sachen.